So, das große Finale steht an hier bei der dritten Mission, die wir hier spielen, bei They Are Billions. Das sind unsere wackeren Jägerinnen, die hier unterwegs sind. Das ist das Interface. Und das im Hintergrund, gleich hört ihr ihre Stimmen, sind meine Co-Kommentatoren Fox und Chipmunk. Hallöchen, hallo, liebe YouTube-Zuschauer in der Zukunft. Ja, wie viele Zuschauer haben wir eigentlich, apropos, auf YouTube und auf Twitch? Aktuell, immer nicht bei der Aufzeichnung. 250. Oh, das werden sogar immer mehr, ist mein Eindruck. Sehr stabil. Das freut mich sehr. Danke für euer großes Interesse. Ich glaube, es macht auch durchaus Spaß. So, Jägerinnen bleiben hier oben erstmal stehen. Wir haben, das ist das Ziel hier oben. Wir müssen das hier eingenommen und gesäubert haben. Hier oben gibt es Vorkommen, die wir uns noch holen können. Das war mit Absicht gelassen, weil... Nee, das sind Nahrungsvorkommen, ne? Die würden eventuell ja doch was bringen. Vielleicht erhöhen die ja einmalig die Nahrungsvorräte. Ich bewege mich mal mit dem Angriffsbefehl direkt so halb davor. Und marschiere mit den Jägerinnen rüber. Das machen die jetzt autonom. Wir gucken mal in der Zwischenzeit, dass wir alles hier nutzen können. Produzieren mal noch mehr Soldaten. Wir brauchen noch mal Nahrung. Die bekommen wir gleich, weil wir wollen erst auch mal regulär hier was ausbauen. Ach, wir wollten hier einen Wachturm hinsetzen. Hier unten ist einer, der riegelt das hier unten quasi ab. Der hier riegelt hier alles ab. Jetzt nur noch einen hier an den Kartenrand hin. So. Immer zwei Soldaten in jedem Wachturm. Hier sind drei drin, die brauchen wir gar nicht unbedingt. Hier sind auch erstaunlich viele, hier sind zwei, da sind drei. Schicken wir mal den einen hier rüber. Die Herrschaften ebenfalls. Da sind drei drin. Hier sind zwei Jägerinnen drin. Hier unten haben wir gar nichts abgesichert, aber irgendwie greift von da aus auch keiner an. Trotzdem ein bisschen unheimlich, weil ich gehe mal ganz auf Nummer sicher. Bauen einen Holzturm hier hin. Schicken dann entsprechend auch mal zwei Soldaten runter. Oder einen zumindest. Great idea, Sir. Lieber einen zweiten, weil wir hatten die ganze Zeit keinen Angriff von da gehabt. Aber wenn von da einer käme, dann wäre es das. Dann wären die direkt an der Kommandozentrale und würden die Zelte aufrollen. Wir hatten die ganze Zeit keinen Angriff hier, warum hier? Ohne Not noch in letzter Sekunde irgendein Risiko eingehen. Was hier denn angegriffen wurde? Hier vorne, schaut mal, tatsächlich. Das ist ja ein Ding. Geschafft. Wie gut, dass sie in dem Turm waren. Turm reparieren. Hier sind nur zwei. Den ziehe ich mal weg. Und schicke den mal hier rüber. Und die Jägerinnen. Die schicke ich mal hier hin. Hier wird repariert und die beiden dürfen ruhig in den Turm rein. Zwei Arbeiter, sechs Nahrung. Hier packen wir zwei rein. Der Rest kann ja oben lang. Die sichern ja alles ab. Great idea, Sir.
Und wir holen uns nochmal noch mehr Nahrung. Eine Jagdhütte hier unten. Hier steht einer. Das ist der Kartenrand. 8, genau. Eine hier. Dann sollten wir eigentlich noch eine hier hinbauen können, ne? Mal schauen, das ist eine Jagdhütte, hier ist eine Jagdhütte. Hier kommen wir nicht hin, hier können wir hin. Wie weit kommen wir Richtung Osten? Hier hin. Eine hier hin. Keine Energieversorgung, das gibt's ja gar nicht. Nahrung plus 14, das heißt, wir können wieder ein paar Zelte bauen. Nahrung ist schon wieder futsch. Eine Tesla-Spule bitte. Hierhin? Ja. Commander? Of course, my commander. Wir sind hier und wollten die Nahrungsvorräte auflesen. Wir haben plus 10. Mal gucken, was passiert, wenn wir die Kästen hier auflesen. Plus 30. Cool. Klasse. Und hier nochmal? Plus 50. Das ist ja großartig. Klasse. Wir laufen wieder zurück. Mit dem Attackieren-Modus, mit dem Angriffsmodus bis hierhin. Da kommt der Zug, schaut mal. Der kann da quer durchfahren, ohne dass die Zombies ihm irgendwas tun. Hier fährt er durch. Wir haben nochmal eine Tesla-Spule gebaut. Und erweitern das Territorium nochmal. Wisst ihr was? Ich habe den finsteren Verdacht, wir könnten hier eine Falle bauen. Ich erkunde mal mit den Jägerinnen hier den Rest noch. Der Karte. Und vielleicht bauen wir hier eine Falle auf. Das sollte eigentlich klappen. Ja, das klappt. Wir machen Folgendes. Schaut mal, das hier ist eine Engstelle. Wenn die hier rausgelockt werden, laufen hier runter. Ich versuche mal mit dem Strom bis hier oben hinzukommen, dass wir hier so eine Festung bauen. Tesla-Spule nach oben. Einfach nur senkrecht nach oben gebaut und links alles ein Stückchen mitgenommen. At your service. Let's go. Do you need me? Ich könnte mir vorstellen, ein Soldat reicht sogar. In jedem dieser Türme hier ganz an der Seite. Die sind ja dreimal kampfstark, wie wir festgestellt haben, als eine Jägerin. Insofern so ein Turm, wenn da so ein einzelner Zombie kommt, das sollten die eigentlich schaffen. Hauptsache in jedem Wachturm ist ein Soldat mindestens drin, das reicht. Train 326 Menschen leben mittlerweile in der Kolonie. Wenn ihr mal in die Missionsinfos kommt, guckt, wir müssen eine Bevölkerung von 400 erreichen. Wir müssen also nicht nur die Dörfer vernichten. Die kommt hier rein. Wir bauen nochmal ein Stückchen nach vorne. Hierhin. Do you need me? Tell me. You are gonna pay me for this, right? Hier sind echt keine Feinde mehr. Sieht so aus, ne? It could be worse. Okay. You call that a plan? Dann geht's hier hin.
Auf 400 Leute müssen wir unsere Kolonien bringen. Dann wollen wir dafür mal sorgen. Nahrung bei sehr, sehr hoch. Das heißt, wir können, um mehr Arbeiter zu bekommen, jede Menge Zelte noch hinsetzen. Was uns merken müssen für die nächste strategische Mission ist, dass wir unsere Forschungspunkte echt investieren, um statt Zelte Hütten bauen zu können. Sonst wird das, denn die fassen mehr Leute, geben auch mehr Gold und fassen mehr Leute. Das ist Upgrade auf die Hütten und das wäre schon sehr hilfreich. Was? Wir werden angegriffen? Wo denn? Da stoppe ich sogar. Einer gegen ganz viele Zombies auf einmal. Da müssen wir sofort runterrennen. Wir schicken sogar... Wir laufen mit allen runter. Wir laufen mit allem, was wir haben, hier hin. Jetzt müssen wir... Das ist nicht unriskant. Den schicken wir hier rein. Den schicken wir hier rein und ihn auch. Den schicken wir hier rein und einen hiervon schicken wir hier rein. Und einen lassen wir hier oben stehen. Den lassen wir hier stehen und den dort unten. Oh, das reicht ja aus. Naja, komm. Das war's schon. Reparieren bitte. Leute, ihr könnt wieder zurückrennen. Falscher Alarm. Nochmal zwei Jägerinnen. Aber wir merken, wie wichtig es ist. Oh, wir haben irgendwo eine Veteraneneinheit, dass wir hier auch die Türme nicht komplett entleeren. Hier sind zwei Leute. Einer. Das sind zwei. Hier die beiden, die wollten wir noch hier in den Turm reinstecken. Okay. Noch mehr Zelte bauen. Bei unserem Lieblingshobby, Zelte bauen. Nahrungsvorräte sind schon wieder futsch. Unfassbar. Einheiten produzieren und die produzieren wir jetzt wo? Diesmal produzieren wir den. So, jetzt wird hier ein bisschen patrouilliert. Da ist niemand drin, das gefällt mir nicht. Einen bitte hier rein. Oder hierhin einfach. Leute, das ist mir zu hektisch. Bleibt bitte hier mal stehen. Jetzt bauen wir hier einen kleinen Verteidigungswall. Das heißt, wir bauen. Wie weit reicht die Energie? Bis hierhin. Es ist noch etwas zu knapp. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Die Soldaten, ich markiere mal alle mit Doppelklick, halten wir weiter hinten, weil die locken durch ihr Feuer zu viele Feinde an. Die können wir ein Stück vorziehen. So, jetzt dürfen wir nicht zu frühzeitig die Feinde anlocken, weil sonst werden wir überrannt. Das wäre ein bisschen doof. Wir bauen noch ein weiteres Energiegebäude. Oh, wir haben keine Nahrung mehr. Ein weiteres Energiegebäude irgendwo hier unten hin. Oder besser sogar, deren zwei.
Das reicht erstmal aus. Arbeit haben wir genug. Energie müssen wir wahrscheinlich auch gleich nachbauen. Ich baue jetzt schon mal eine Mühle, damit wir nachher kein Ärger plötzlich bekommen. Building completed. So, hier wollten wir eine Tesla-Spule hinbauen. Hier wollen wir alles abriegeln. Das ist die engste Stelle hier. Das heißt, wenn wir hier in die Mitte eins hinstellen, dann können wir hier das hier so abriegeln, ne? Hier hin. Muss gar nicht so weit weg sein. Ganz im Gegenteil, wenn die zu weit vorne steht, haben wir nur Ärger. Attention. Building completed. Hier hin. Da haben wir nur Ärger, weil wir uns hier vorne hier alles zubauen. Wir schicken die Soldaten, sind hier, das ist soweit okay, hier ist alles abgeriegelt. Wir müssen auch nach hier links noch das abriegeln, hier auch noch einen Wachturm aufbauen, damit uns das hier nicht irgendwie auf die Füße fällt in letzter Minute. Oder sogar komplett abriegeln. Attention. Building completed. Wir bauen mal einen Wachturm. Hier links hin. Do you need me? All right. Und einen weiteren Holzturm hier nach links, um das hier abzugrenzen. Denn wir haben ja festgestellt, manchmal kommen die aus heiterem Himmel von irgendwo her. Wir fragen uns, was ist eigentlich los? You again. Gotcha. Da schicke ich aber keine Soldaten hin, die ziehen mir durch ihre Schüsse zu viele Leute an. Können wir noch ein paar weitere Soldaten produzieren, können wir, und jetzt schicken wir die aber hier hin. Und von hier aus auch Rechtsklick hier oben hin. Die beiden bitte hier rein in den Turm. Die Jägerin, die drei, packen wir in diesen Turm hier rein. So. Jetzt bauen wir hier die Abriegelung auf. Wir fangen mit Holzturmen an. Falls die frühzeitig kommt, dass wir schon mal alles abriegeln können. Ein Holzturm hier. Ja, die haben einen also einen Mindestabstand voneinander. Die können wir nicht direkt nebeneinander stellen. Einer hier. Einer dahinter. Dann kann man schon eine Menge bewirken. Die Soldaten kommen raufgerannt. 10 vor Mitternacht, 10 vor 12. Kolonie wird angegriffen. Wo? Hier unten. Die müssen das aber schaffen. Da kommt gleich eine ganze kleine Meute. Die haben die Tesla-Spule hier geknackt. Aber das sollten die eigentlich schaffen. Der Turm hält stand. Die Einheiten können ja nicht direkt angegriffen werden. Das sollte alles klappen. Wir können jetzt schon auf Reparieren klicken. Die Tesla-Spule wird dann auch repariert. Alles gut. Die Kasernen produzieren weiterhin Einheiten. Aber nicht mehr viele. Kommen hier hin und wir können hier anfangen. Machen alle zu hier. Bis zu 4 Einheiten passen hier rein. Die gelben sind erfahrene Einheiten, die skillen automatisch rauf. Und dann kam stärker, haben mehr Lebenspunkte, glaube ich zumindest. So. Und hier die werden dahinter hingestellt. Und jetzt wollen wir mal schauen,
ob wir das sogar komplett mit Toren und so weiter abriegeln können. Da greifen die ersten an. Ja, mehr kommen noch nicht. Ich ziehe noch nicht mit den Soldaten hoch. Wenn die kommen, dann feuern die, dass der Knall zieht alle Leute an. Jetzt schauen wir, dass wir das hier mit einem Tor komplett abgeriegelt bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Hier können wir eins hinstellen. Da kommt ein Tor hin. Und wir können auch hier eins hinstellen. Hier nicht, da ist die Tesla-Spule davor, aber das können wir machen hier. Schaut mal, der Zug fährt direkt durch die Baustelle durch. Und wir können auch schon Holzwelle platzieren. Jetzt bin ich mir nicht sicher, das kann ich jetzt nicht genau... Hier kommen wir einen hin. Da kommt einer hin. Da können wir einen hinstellen. Wir können auch welche da vorstellen. Dann können die den Turm nicht direkt angreifen. Sollte eigentlich reichen. Wir dürfen den Turm auch nicht komplett zubauen, weil sonst kommen die Einheiten nicht mehr raus. Mal gucken, ob das jetzt überhaupt noch geht. Ja, der kommt noch raus. Sie und kommt auch noch wieder rein. Muss dann hinten rumlaufen, okay. Können die noch raus? Ja, das geht. Und das hier sollte es auch klappen. Ja, jetzt können wir noch schauen, ob wir noch den einen oder anderen Turm mehr gebaut bekommen. Aber da bin ich skeptisch. Mal schauen, was möglich ist. Ja, das geht hier. Wir ziehen die mal so weit wie möglich im Halbkreis hin, damit wir so viel wie möglich hier noch hingestellt bekommen. Die kommen natürlich ein Teil nicht mehr jetzt raus. Wenn der einmal steht, doch, die können durch den Turm durchrennen. Das geht. Das sollte auch möglich sein. Hier passt auch noch einer hin. Die haben auch eine erhöhte Reichweite, deshalb will ich die unbedingt hier haben. Do you need me? Is everything okay? Just tell me what to do. Understood. Yes. So, und jetzt können wir beginnen, die wirklich im finalen Angriff fertig zu machen. Die platzieren sich damit hier noch hier oben hin. Haben wir irgendwo noch freie Einheiten? Die letzten werden produziert. Der linke Turm wirkt spät, ich weiß, wird geschrieben von Trollpatsch, aber das ist der Schutz nach links rüber. Das ist der Schutz nach rechts. Wir haben immer wieder erlebt, dass aus den unmöglichsten Ecken noch irgendwelche Einheiten kommen. Da kommen die ersten Feinde. Die jetzt können wir auch beginnen, die richtig unter Druck zu setzen. Und das machen wir wie folgt. Reporting for duty. Die schicken wir erstmal alle hier hin. Jetzt machen wir das tatsächlich so, dass wir, ich stoppe mal, dass wir, nee, wir kriegen das so hin, dass wir hier die kräftigen Soldaten in die vorderste Reihe schicken. Ready and waiting. Die haben zwar nicht die weiteste Schussreichweite, aber die Jägerinnen werden die gleich anlocken. Die sind ja so verheerend. Hier gibt es irgendein Problem anscheinend. Nein. Ach, die kommen ja nicht rausgezogen. Da bleiben die da halt stehen. Da bleibt dort stehen, Leute. Ganz ruhig. Da kommen die Jägerin bitte hin. Orders, sir.
Any orders? Just tell me what to do. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, da beim rechten Turm, da hast du die Jägerin eingekesselt. Ist so, die kriege ich jetzt nicht mehr raus. Die sind halt auf der, die habe ich auf, glaube ich, aus der falschen Seite rausgeschickt. Aber die können, das macht einen ein bisschen nervös, dass sie auf der Stelle tänzeln, aber die sind dort genauso kampfbereit wie, an, wie andere auch. Das ist also nicht schlimm eigentlich. Jetzt, das sind die letzten freien Soldaten, die wir haben. Die Lamm bringen wir hier hin. Und jetzt haben wir alle unsere Jägerinnen noch zusammen. Und mit denen wollen wir jetzt mal vorlaufen. Und die Feinde anlocken. Oh, more orders. You again. What? You are gonna pay me for this, right? The colony is under attack. Echt? Wo werden wir denn angegriffen? They are trying to break through. Wird mal repariert. Das muss ja schon ewig zurücklegen. Wir ziehen hier hoch. Are you sure? Achtung, der Zug! Boah, beinahe alle Jägerinnen auf einen Schlag überfahren. Das wäre ja furchtbar gewesen. Oh, more orders. Sehr unterhaltsam gewesen. Ja, für dich, für die Jägerin eventuell nicht, Chippy. Okay. So, jetzt locken wir gleich die Feinde alle an. Die greifen jetzt auch die Häuser an. Jetzt kommen sie alle raus. Das ist der große Endkampf. Zurück. Die kommen alleine nicht klar. Und hier zurück, bitte. Die Schüsse sollten die eigentlich anlocken. Steht dann nach... Ja, die Feinde, die können nicht weit schießen. Die können von den Turmen etwas weiter feuern. Die kommen jetzt einzeln rübergelaufen. Und das kann... ein Dammbruch sein, dass plötzlich Unmengen auf einen Schlag kommen. Schaut mal, die bewegen sich wie eine Herde runter. Eilen jetzt runter. Es geht los, schreibt Scorpio im Chat und ich glaube, so ist es wirklich. Das ist der Endkampf hier. Das ist auch nicht schlimm, dass nicht alle von uns in den Kampf eingreifen, weil die Feinde ziehen ja von alleine runter und es ist sogar zu unserem Vorteil, wenn die in kleinste Gruppen runterkommen, nicht alle auf einmal. Dann können zwar nur unsere Leute weiter vorne feuern, aber das ist wie ein Rinnsal, das zu uns reinrinnt und dann weggemacht wird. Da stecken ein paar Jägerinnen fest, Barnett, ich weiß. Das ist aber auch nicht schlimm, da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Jetzt kommen sie, schaut mal, die verlassen alle das, ihre Gebäude. Jetzt ziehen sie runter. You are gonna pay me for this, right? Any orders? Understood. Commander? All right. Orders, sir. Of course, my commander. You again? Are there other units to bother? Eins, ich lock die Herde noch ein bisschen weiter an. Juhu, hier ist jemand für euch. Und wieder zurück. So sieht sie hier oben aus, die Stadt, die sich allmählich im Schneckentempo entvölkert. Das ist jetzt nicht die dramatischste Spielweise, aber sie ist von Erfolg gekrönt. Das ist sogar eigentlich perfekt, weil das Tempo, in dem die kommen, so unfassbar ist, langsam ist. Die produzieren ja keine Einheiten nach, glaube ich, dass wir die in aller Ruhe abballern können. Trotzdem, ich mache das Ganze noch ein bisschen dramatischer. Wir schicken mal unsere Jägerin hier hoch. Juhu, fangt mich doch. Hoffentlich gibt es kein Friendly Fire. Ah, das ist die Ivy, die sich hier so wagemütig nach vorne stürzt. Die wird schon besser wissen. Ich zieh mal alle Jägerinnen nach vorne. Hier die nicht. Macht sie fertig. Wir brauchen die Soldaten nicht. Das könnt ihr im Alleingang machen. Da kommt der Zug. Achtung, weg von den Gleisen. Au, au. Das tut ja weh beim Hingucken. Die wurden beiseite geschubst. Ein alter Trecker, der hier liegt.
Jetzt bin ich gespannt. Jetzt feuern sie auf die Häuser. Oh, jetzt kommen da ein paar zu viele. Oh, jetzt kommen sie doch in Unmengen. Und wieder vor. Kommt, kommt, kommt. Die sind so eingestellt, dass sie auf das nächste Ziel feuern. Man kann die auch so einstellen, dass sie auf das stärkste Ziel in Schussreichweite feuern. Das sind die beiden Modi, zwischen denen man wechseln kann. Das kann man bei einer einzelnen Einheit als auch bei einer Gruppe einstellen. Und das ist in dieser Spielphase egal, aber später ist das wichtig. Weil es zum Beispiel einzelne super gefährliche Feindeinheiten gibt, die man vielleicht ausschalten möchte, bevor die im Fernkampf einen selber alle machen. Oh, jetzt werden es mir zu viele. Wie viele Jägerinnen haben den Manöver verloren? Also interessanter wäre es zu wissen, ob den Zombies auch nichts passiert, wenn die da drauf kommen. Ja, das fände ich eigentlich nett, wenn denen was passieren würde. Wäre ein nettes Feature. Aber die gehen schon alle vorher down, die kommen gar nicht so weit. Ich nutze jetzt übrigens die Q-Taste, die Angriffstaste, um die Jägerin langsam vorwärts zu ziehen. Dann ziehen die so lange vor, bis die auf den Gegner stoßen und es dann bewegen. Und sobald ein Gegner in Schussreichweite kommt, stoppen sie ihren Bewegungsbefehl, setzen ihn fort, wenn der Gegner weggemacht ist. Im Prinzip können wir das machen mit Q. Ich schicke die mal mit Q hier hin. Pass mal auf. Wenn sie, ne, die versuchen sich jetzt bis hier durchzukämpfen, bleiben aber immer stehen, wenn sie auf Feinde treffen. Das ist natürlich sehr krass jetzt. Aber sehr effizient. Und sie sind so eingestellt, dass sie immer auf den nächsten Gegner schießen. Insofern schützen sie sich auch selber vor diesen Nahkämpfern. Das klappt eigentlich hervorragend. Mit Q hierhin. Was? Oh. Schaffen wir aber. Our defenses are being attacked. Leute, das schafft ihr. Wir werden immer von hier unten angegriffen. Einmal reparieren, bitte. Und wenn wir noch irgendwo einen freien Soldaten haben, haben wir einen. Nein. Hier. Commander? Du rennst mir runter und gehst hier bitte mal mit als Verstärkung rein. Die Häuser sind teilweise schon entvölkert. Hier rennen gar keine Feinde mehr raus. Seht ihr? Jetzt dauert es nicht mehr lange. Der Hauptwiderstand ist gebrochen. Wir brauchen allerdings auch 400 Kolonisten, um die Mission erfolgreich zu beenden. Bewegen uns mal. Hierhin bitte. Und ich baue unten noch ein paar Zelte. Ach, wisst ihr was? Our forces are in danger. Nein! Einen Moment nicht aufgepasst! Zurück, Leute! Adversary.
doch gar nicht. Verluste, einfach nur, weil ich leichtsinnig geworden bin. Tell me. Bitte hier rein. Commander? Kommt er hier rein? Nein. Tell me. Die kommen ja auch nicht mehr raus. Ich reiß den mal ab hier. Ready and waiting. All the way. Tell me. Do you need me? Jetzt wollen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Sorry, Sir. Wir bilden einen kleinen Ring hier. This better be good. You again. Great. That will be easy. So, bevor die herangewankt kommen, gehen wir nochmal zurück in unsere kleine Siedlung und bauen noch ein paar mehr Zelte. Wir brauchen ja 400 Kolonisten. Die haben wir auch bald. Nahrung fehlt schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Können wir hier oben Nahrung gewinnen? Was liegt denn hier? Ist das eine Nahrungskiste? Eine Steinkiste? Holzkisten? Was ist denn hier so alles? Nahrung natürlich nicht. Wie sollen die an Nahrungsvorräte kommen? Attention. Building completed. Kriegen wir noch ein paar Jagdhütten hier platziert? Ich denke ja. Von ihr Haus hier rüber. Da kommt eine hin. Kommt eine hin. Da kommt eine hin. The train has arrived at the station. Da können wir auch gleich noch weitere Einheiten produzieren. Ein Stückchen weiter vor. Feuer frei, wenn ich bitten darf. Jagdhütten fertig. Wir holen uns hier die ganzen Vorräte, die wir eigentlich nicht brauchen, markieren, rollen jetzt aber mal alles von hier rechts auf. Great idea, Sir. Let's go. Jetzt dauert's nicht mehr lange. Haben wir Erfolg. Ist das die letzte dieser alten Villen? Sieht schwer danach aus, oder? Wir schauen uns mal die Ziele an. Ja, alle Dörfer des Verderbens vernichtet. Wir brauchen eine Bevölkerung von 400. Wir haben eine von 390. Das heißt, gleich haben wir es. Bauen noch ein paar Zelte hier unten hin. Unsere wackeren Truppen hier. Der Zug fährt ein letztes Mal ein. Gibt's hier oben irgendwas zu entdecken? Ich glaube nicht, ne? Zwei Anläufe haben wir gebraucht. Den ersten mal versemmelt, weil der Mann an der Maus und an der Tastatur und am Mundwerk zu leichtsinnig war. Das war's! Kolonie erfolgreich abgeschlossen. Gratulation! Wir haben eine ertragsreiche Kolonie errichtet. Ja! Und somit den Einfluss des Imperiums gestärkt. 400 Menschen leben hier. Keine Untoten mehr. Alle Dörfer des Verderbens vernichtet. Einen Versuch haben wir mehr gebraucht, als man vielleicht brauchen könnte. Das gibt Punkteabzüge aus den Tessinus-Punkte. Und das ist das Endergebnis. Belohnung bekommen wir dafür auch. Gehen wieder raus. Gratulationszurufe im Chat. Schaut mal, hier haben wir uns runterbewegt. Neue Ziele werden uns angeboten. Die Knochenküste. Das Kommunikationszentrum Alpha. Das
dazwischen hier infizierte Schwärme, die hin und her ziehen, ganz nervös. Das heißt, die kann man auch einzeln anklicken und als extra Missionen noch machen. Tatsächlich. Wie spannend. Und dann sieht man, wie viele Infizierte es sind, von welchem Typus, und kann sich überlegen, ob man die sich holen möchte und bekommt die Belohnungen. Das ist ja witzig. Mobile Ziele, die ja hin und her rennen. Die hohle Gasse, Schwierigkeit der Mission, Mission der Schwierigkeit Nummer 2 von 5 noch nicht verfügbar, weil wir erst die infizierten Schwärme beseitigen müssen, hier auch auf dem Weg zur Knochenküste. Auch Mission Nummer 2, Belohnung natürlich viel reichhaltiger. Dann haben wir hier noch eine Mission, die neu verfügbar ist. Das ist eine taktische Mission. Okay. Und die, die wir uns noch nicht geholt haben, die Jägerauen. Wir haben jetzt 600 Imperiumspunkte, 140 Siegespunkte, 170 Forschungspunkte, die wir Anfang des nächsten Livestreams ausgeben werden. Ihr könnt euch das schon mal anschauen und euch überlegen, was wir gerne hätten. Also ich würde ja gerne hin zur Holzverarbeitung oder zur automatischen Lagerung, aber das können wir uns alles auch demnächst anschauen. Mühlen produzieren mehr Energie, Schutzbarrieren haben mehr Trefferpunkte, Jagdhütten, Holzwelle mehr Leben und so weiter. Aber ich fände am wichtigsten, dass man diese Lagerhalle bauen kann. Da kann man gleich mehrere von bauen, damit wir die Lagerkapazität erhöhen können, damit wir dann auf einen Schlag, damit das nicht mehr verpufft die ganze Zeit. Diese Überschüsse, die wir haben, dass wir mal sammeln können, ohne gestresst zu sein. Und hier können wir Schreinereien bauen. Dadurch können wir fortgeschrittene Gebäude bauen. Und Hütten, das finde ich noch wichtiger eigentlich. Hütten, damit wir die fassen mehr Leute und geben mehr Gold. Und dafür brauchen wir eigentlich nur 240 Forschungspunkte, die wir nicht haben. Das heißt, es fehlen uns 80 Forschungspunkte. Da könnten wir in die Holzverarbeitung gehen. Und die große Frage ist, bekommen wir die vielleicht durch diese taktische Mission hier unten? Bekommen wir durch die 80 Forschungspunkte? Die Antwort ist ein gepflegtes Ja. Wir müssen nur mit dem Held entkommen und bekommen sogar 250 Forschungspunkte insgesamt. Wenn wir Glück haben und alles abräumen, und dann können wir richtig abräumen und diese neuen Forschungen uns holen. Schauen wir uns alles im nächsten Livestream an. Ich hatte gesagt, wir streamen bis Mitternacht. Ich gucke mal kurz nach, es sei denn, Chippy und Fox wissen das auswendig. Oder ich blende euch mal einfach die Termine ein. Schaut mal bitte da oben rechts. Oder bildfüllend die nächsten Live-Abenden-Termine. Der nächste They Are Billion-Stream ist am 6. Juli. In genau einer Woche. Vorher haue ich alle Folgen der Aufzeichnung hier raus. Die Aufzeichnungsfolge von diesem Finale hier kommt unmittelbar vorher. Und dann seht ihr den nächsten Livestream und auch die Termine danach. Ihr Lieben, das war ein reizender Abend. Ich stoppe mal die Aufzeichnung. Falls ihr beim Livestream nicht dabei wart, nur die Aufzeichnung geguckt habt, euch ist was entgangen, zum Beispiel der Nervenkitzel bei den Wetten, die wir zwischenzeitlich abgeschlossen haben, ob unsere Chat- und Co-Kommentatoren eventuell ihre Seelen verlieren. Ihr Schicksal lag in den Händen des Chats, die haben zwischendurch darüber abgestimmt. Ernsthaft, kein Joke. Falls ihr selber mal Macht in euren Patschhändchen spüren wollt und selber mal abstimmen wollt über das echte Leben, die echten Seelen der Co- und Chat-Moderatoren, kommt beim Livestream, unendliche Macht erwartet euch, die ihr im Chat ausüben könnt. Mit dem Chat schwätze ich noch ein Stückchen weiter und den Leuten auf YouTube sage ich, kommt zum nächsten Livestream oder zumindest zu den nächsten Aufzeichnungen. Bis dann.